Also, Phil, hast du eine Frage? Nein. Nein. Nein, 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 deins, 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 deins. Ich sehe mal rein und frage ihn einfach irgendwas. Wie ist das Wetter heute? Dunkel. Oh Mann. Es sind gar nicht so viele Leute mit online, was ist denn los heute? Schlafen alle. Ja. Oh je, wenn ich da jetzt einen rausziehe, kriege ich direkt Ärger. Ach scheiße. Obwohl, genau. Das auch nicht so schlecht. Dabei ist doch gar nicht so spät, was ist denn da los? Obwohl doch, wir haben schon 20 vor 11. Oh. 20 vor 11. Stimmt, wir nehmen jetzt immer eine halbe Stunde später auf. Oh, Voice. Ja. Ich nehme der Weltmonarch. Ja, warte. Das T-Shirt. Ich mach das jetzt. Dir gefallen. Hallo, so. Alle bereit? Ich zieh jetzt rein. Ja. Hallo, Monarch. Der Weltmonarch. Hallo? Wunderschönen guten Tag. Abend. Guten Tag. Hallo. Du, ich nehme mal an, du kennst uns nicht. Ich glaube nicht. Moment. Gut. Wir nehmen gerade Minecraft auf. Let's Play oder was? Genau. Und du bist jetzt live dabei. Das freut mich aber. Live dabei. Wir machen sowas mal hier auf dem Server. Wenn man hier auf dem TS ist, dann passiert das schon mal, dass man bei uns reingezogen wird in die Aufnahme. Aha. Und dann gibt es so unfreundliche Leute, die gehen dann einfach und meckern uns vorher noch an, aber zu denen gehörst du bestimmt nicht. Du wirst trotz deines Spielstresses total nett sein zu uns. Weil du uns liebst, ja. Obwohl du uns nicht kennst. Ja, wir stellen mal irgendwelche blöden Fragen und du musst sie besonders lustig beantworten. Okay. Ja, normalerweise stellen wir eine berühmte Seifenfrage, das machen wir heute mal nicht, weil Fee das nicht will. Eine Seifenfrage. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, wir fragen nicht was anderes. Es geht um Knastbrüder und Seife. Frag nicht weiter. Achso, okay. Verstehe. Deswegen frage ich dich heute, wenn du die Wahl hättest, aus allen möglichen Stars, die es gibt, ja, mit wem würdest du ins Bett gehen und warum? Gottes Willen. Was denn? Willst du die Folge nicht unter 18 halten? Nein. Das ist eine gute Frage. Also eigentlich mit keinem, weil ich die ja nicht persönlich kenne. Und ich hätte dich ganz artig. Das war jetzt nicht lustig, aber eine gute Antwort. War eine erwachsene Antwort. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 20. Ja, mit 20 kann man so eine Antwort schon geben. Ja, das ist doch vernünftig. Was? Ihr hättet jetzt von mir so eine Antwort erwartet? Ne, von dir nicht. Hey Rico, warum redest du eigentlich nicht mit den freundlichen Leuten hier? Weil ich hier nicht hochgezogen habe, sondern nur dich. Weil Rico nicht hier ist. Der Rico weiß gar nicht, dass du bei uns bist. Du bist bei uns, aber wir sind nicht bei Rico. Genau. Hey, wie soll ich denn das verstehen? Wir haben dich einfach gezogen. Ich habe dich hier hochgezogen. Achso, du bist der Admin oder was? Ja! Ja! Ihm gehört der TS. Das ist mein TS. Na super. Aber wir schieben dich auch gleich wieder zurück, dass du nicht so lange von Rico getrennt bleiben musst. Der arme Rico, der stirbt ja sonst. Ja, das geht sonst nicht. Das ist richtig gut erkannt. Ja, dann ihr seid im LOL-Quadrat gerade am Spielen wahrscheinlich. Dann herzlichen Dank für deine Kooperation und deine tolle Antwort. Und wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Let's zock. Dann schiebe ich dich jetzt zu Rico. Tschüss. Ja, tschüss. Grüß Rico. Ehrlich. Er redet die ganze Zeit. Wie soll ich das jetzt verstehen? Naja, ganz einfach. Du bist hier bei uns, aber wir sind nicht bei Rico. Ja. Mag ich nicht mal so ein Getränk? Keine Ahnung. Ricola! Nee, Ricola! R-I-C-O. Nein, wirklich. Ja. Gibt's ein Getränk? Ich bin mir sicher. Alkohol. Milch, ach, verdammt. Milch! Alkohol. Der war gut. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Stellt ihr doch mal eine doofe Frage. Jetzt komm, ich zieh noch einen rein. Eine doofe Frage? Aha. Wer will jetzt... Lief, los! Schlag zu! Ich kenn keine doofen Fragen, sorry. Ja, dann leg dir jetzt eine aus. Du hast noch 3 Sekunden, bis ich den Rico hochziehe. Ich hab keine Ahnung. Aber lass den Rico doch da, der Arme. Ja, nein, ich suche einen anderen raus. Aber so viel sind dann gar nicht da. Wir haben genug gelitten. Arme Jungs. Anno Mabel. Was? Horny Honey. Ich nehm Horny Honey. Lief, hast du eine Frage? Nee, noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Kann ich schon hochziehen oder noch nicht? Nein, am besten noch nicht. Okay. Dann laufe ich noch ein bisschen auf dem Glasdach rum. Ja, das ist schön geworden, ne? Okay, warte, ich hätte eins. Okay, dann ziehe ich ihn jetzt hier rein, weiter. Gucken, ob der überhaupt will.
Manche Leute wollen ja nicht. Hallo, Horny Honey. Hallo. Horny Honey. Hallo. 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 Er redet nicht mit uns. So, Horny, die sagt nix. Die oder der? Die oder der. Horny, das weiß man im Internet nicht so genau. Das ist jetzt einfach die Strategie, die reden einfach nicht mehr mit uns. Ja, genau. Schiebe ich ihn wieder weg und nimm seinen Kollegen einfach. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber das macht ja nichts. Hallo, Anno Mabel. Ja, bitte. Oh, du klingst aber verschlafen. Hab ich dich geweckt? Nein, ich bin nur gerade mit dem anderen, den ihr gerade runtergezogen habt, am Zocken. Wir sind gerade in der. Naja, was gibt's denn? Ja, der hat nicht mit uns gesprochen, deswegen habe ich dich hier hochgezogen. Okay. Weil wir dachten, du wirst uns jetzt eine wunderbare Antwort auf eine Frage geben, die wir dir stellen. Das passiert nämlich Leuten, die hier auf dem TS sind. Die werden in unserer Aufnahme reingezogen. Ach, du warst schon mal hier. Ich hoffe, du bist nicht derjenige, der einfach ohne ein Wort abgehauen ist oder uns vorher beschimpft hat, weil sonst bitte ich jetzt beschimpfen. Ich hatte so eine Uli Hoeneß-Frage. Ah, wunderbar. Dann kannst du jetzt meine Frage beantworten. Ich habe mir nämlich eine ganz tolle rausgesucht. Und zwar, ich weiß aber nicht, ob ich noch wach genug bin, um irgendwie witzig zu sein, glaube ich. Ah, doch, das macht überhaupt nichts, sonst helfen wir dir ein bisschen beim Witzigsein. Ja. Mhm, okay. Wie kommen die Rasenbetreten Verbotenschilder in die Mitte des Rasens? Alter. Das ist eine gute Frage, ne? Vielleicht, weiß ich nicht. Da muss ja ein ganz böser Junge unterwegs sein. Der auf den Rasen geht, oder? Oder die Maulwürfe schieben das so von unten durch. Das sind so, weiß ich nicht, gekaufte Maulwürfe. Oder so Maulwurfroboter. Also, ich glaube ja, dass die Schilder per Fallschirm vom Flugzeug abgeschmissen werden. Das ist ja meine Erklärung. Alles ziemlich gute Lösungsansätze. Ich finde den bösen Jungen aber gut. Ja, der ist schon gut, ja. Der ist schon sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. Obwohl du so müde bist, hast du doch eine Antwort gegeben, die uns zum Lachen gebracht hat. Ja. Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Kooperation. Wir ziehen dich auch gerne wieder hier hoch. Jetzt können wir deine Familie freilassen. Und sag den Horny Honey, dass er das nächste Mal auch mit uns reden darf. Okay, mach ich. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich war schon mal hier. Ja, wir sind jetzt gerade nicht so viel auf dem TS gerade im Moment. Wir machen das ja ziemlich spät heute. Aber es war schon eine schöne Frage. Ja, die war gut, ja. Ja. Gut gemacht. Ich glaube, er hat einfach gehofft, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Hier sind auch so Fragen wie zum Beispiel, wenn man mit einem Fahrzeug Lichtgeschwindigkeit fährt, was passiert, wenn man dann die Scheinwerfer einschaltet? Oder sowas. Ja, und wie weiß ein Blinder, dass er fertig ist mit Hintern putzen, ne? Ja. Mief, du hast das Niveau mal wieder auf den Tiefpunkt gebracht. Ich bin nichts anderes von dir gewohnt. Warum muss der Deckel in einem Sarg von einem Sarg zugenagelt werden? Damit der Vampir nicht rauskommt. Soll ich noch einen reinziehen, wenn du gerade so solche Fragen liest? Nein. Das passt schon. Die Fee will nicht mehr, habt ihr gehört, ne? Mhm. Was ist besser? 3-4 Kornbrötchen oder 4-3 Kornbrötchen? 4-3 Kornbrötchen. Er hat mal mehr zu essen, ne? Ja. Das war der einzige Grund. Sehr geil. Was ist denn hier für eine Mauer entstanden? Keine Mauer, das ist ein Weg, den ich noch gerade erstmal provisorisch aufbaue und dann gucke, wie es weitergeht. Mauer muss weg. Oh, witzig. Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie vorher Teig waren? Aha. Oh, die Penne-Ecke. Darf man im Weinkeller auch mal lachen? Schön. Oh, wenn ich am Strand eine schöne Frau anspreche, die mir aber einen die ich aber doof finde, kriege ich dann einen Strandkorb. Aha. Sehr schön. Ich habe eine Schippe dabei, soll ich eben graben, wo? Kommen kleine Leute nach einer Steuererhöhung eigentlich noch ans Lenkrad? Oh, aua, 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 aua. Darf man mit einer Übergangsjacke durch eine Unterführung laufen? Darf man mit einem Kugelschreiber auch Würfel oder Pyramide schreiben? Nee, nur Kugel. Man darf nur Kugel damit schreiben. Er war schon fast wieder gut. Ja. So geil. Ach, sehr, sehr Scheiße. Geil. Warum bedingt es Hundefutter mit verbessertem Geschmack?
Wer hat das bitte getestet? Ja. Wird das Internet eigentlich leichter, wenn man sich da was runterlädt? Das ist wieder gut. Oh, warum ist einsilbig dreisilbig? Ja. Ist es bedenklich, okay, wenn im Park ein Goethe-Denkmal durch die Bäume schillert? Goethe und Schiller, beste Freunde. Oh nein, darf man in einem Schaltjahr eigentlich Autos mit Automatik fahren? Oh, ist der behindert. Ja, aber ist doch wieder gut. Der tut schon fast weh. Fast? Ich hab Kohle gefunden. Was? Wie packt man Styroporkügelchen ein, wenn man sie verschickt? Tja. Diese Frage muss noch geklärt werden. Wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, kann er wegen Geiselnahme verurteilt werden? Das ist doch eine Frage. Alter. Wenn er Selbstmord macht, kann er dann wegen Mord hinter Gitter kommen? Sehr geil. Muss nur weiterspinnen. Oh, wie gemein. Warum benutzt man für tödliche Injektionen in den USA eigentlich sterilisierte Spritzen? Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Damit sich die Wunden im Nachhinein nicht entzünden, ist doch ganz klar. Ja, und? Was, wie interessiert? Oh mein Gott, das ist aber eine lustige Frage. Wenn die sogenannte Blackbox eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man nicht das ganze Flugzeug aus dem Material? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat es auch was mit der Struktur zu tun, also mit der Größe und mit den Formen und... Ach, egal. Wenn man einen Schlumpf wirkt, in welcher Farbe läuft er dann an? Lila. Lila, ja. Schwarz. Nein. Grün. Dürfen Zwerge auch Riesenrad mitfahren? Nein. Ja. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal Richtung Haus. Oh, sehr witzig. Haus. Kann einem überhaupt etwas passieren, wenn am Auto die Bremsen versagen, wenn man aber einen Anhalter an Bord hat? Aha. Witzig. Das ist doof. Alter. Also, alle treffen sich jetzt vor unserem Haus und dann machen wir Verabschiederization. Stimmt es, dass täglich Rentner spurlos im World Wide Web verschwinden, weil sie leichtfertig Alt und Entfernen drücken? Der ist schon wieder geil. Sehr geil, ja. Oh, diese Spinne. Ja. Spinne. Spinne. So, dann treffen wir uns mal im Haus und machen Schluss jetzt für heute. Yay! Außer Fee, möchtest du jetzt noch einen vorlesen? Warum besteht Zitronenlimonade größtenteils aus künstlichen Zutaten, während in Geschirrspülmittel richtiger Zitronensaft drin ist? Das ist mal die Frage, ohne Witz. Das und viele weitere Fragen seht ihr auch nächste Woche wieder in der Minecraft-Wiki. Ja, Boys, wo bist du jetzt? Ich hab das Haus ein bisschen eingerichtet. Ja, dann komm jetzt her und wollen wir mal eben kurz gucken, wie weit du bist? Ja, ich bin eigentlich so großenteils fertig, aber... Oh, das ist ja süß. Du hast den Boden rausgerissen. Nee, nur Teppich drüber gelegt, oder? Disco! Nee, Teppich reingelegt. Nee, das ist der Boden. Du hast den Boden rausgerissen. Ja? Ja. Teppich reingelegt. Also Wolle. Ja, du hättest ja Teppich wirklich drauflegen können, aber nein, du hast den Boden rausgerissen. Ja, weil man den Boden dann so oder so nicht sieht. Achtung, Mief, da ist eine Dusche. Du waschst dich! Mief wäscht dich! Komm doch raus! Wir haben jetzt den Beweis, Mief wäscht sich doch! Schnell, spring ins Klo, damit du wieder stinkst! Spring ins Klo, schnell! Okay. Oh, das Essensbild hier am Tisch ist ja geil. Nom, nom, nom. Oben ist, Schlafzimmer. Natürlich nur für drei, weil wir ja nur zu dritt sind eigentlich. Gut, dann jetzt vom Haus Schluss machen. Okay. Ganz schön. Yay. Wo ist der Schalter hier? Das ist der Wasserhahn. Ah, okay. Ja. Mief fingert am Hahn rum. Ich merk's. Yay. Ja. Jetzt haben wir ein neues Haus hier bei uns. Ja. Gut.
Ihr könnt ja hier runterschreiben, wie ihr das Haus findet. Dann haben wir auch mal ein bisschen Meinung hier von euch. Schreibt einfach mal hier rein, das wäre ganz, ganz gut. So, und wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Gut. Bis morgen. Tschüss.